Willkommen zurück zu Let's Play Jurassic World Evolution. Ja, ich weiß, es gab schon lange kein Video mehr von dem, aber ich will das Ding endlich mal durchhaben und deswegen gibt es hier das jetzt. Und es gibt auch ein Update, besser gesagt, es gibt zwei Updates, denn das eine Update habe ich vorhin schon gemacht und bin ich halt rausgegangen, also habe das Spiel beendet und dann war das halt weg, aber ich habe fotografiert, dass ich euch das genau vorlesen kann, was hier jetzt da neu ist und das werde ich jetzt machen. Es ist das Update 1.8. Weil ich ganz verstehe, ist, weil hier jetzt Update 1.10 steht, wo es Update 1.9, aber egal. Also beim Update 1.8 gibt es neue Inhalte. Ausmalen des Terrains, Landschaftsverbesserungen, Sumpfbedürfnis, Fischfutterstation und mehr. Ausmalen des Terrains, Werkzeuge zum Bearbeiten der Büsche und natürliche Landschaften. Eine Auswahl an Pinselwerkzeugen und Buschkarten ermöglicht es Ihnen, jede Insel individuell anzupassen, während einzigartige natürliche Landschaftselemente Ihre Gehege visuell interessanter machen. Bin ich gespannt. Sumpfbedürfnisse und Fischfutterstationen. Die Spinosauridae benötigen jetzt Sumpfland und fressen lieber aus Fischfutterstationen. Verbesserungen an der Gyrosphäre. Sie können jetzt spezielle Tore benutzen, um auch zwischen den Gehegen Gyrosphärengleise zu verlegen. Nehmen Sie jetzt selbst an einer Tour teil und genießen Sie den dynamischen Sound, der sich an dem von Ihnen gebauten Park orientiert. Zufallsbasierter Herausforderungsmodus. Sie können jetzt zu Beginn des Herausforderungsmodus einstellen, dass die Grabungstäten, keine Ahnung, zufällig ausgewählt werden. Diese Einstellungen eignen sich für alle, die eine noch größere Herausforderung suchen. So viel zu dem Thema. Oh, das Update 1.10, das hat ihr wahrscheinlich eh schon gelesen, aber ich lese einfach nochmal, because I can. Ein Sandkasten auf jeder Insel. Oh, ich habe es nämlich selber noch gelesen. Der Sandkastenmodus ist jetzt auf allen Inseln verfügbar. Erschaffen Sie einen ultimativen Park ohne Einschränkungen, eine friedliche Dinosaurier-Safari oder etwas komplett Neues. Wählen Sie zwischen dem Standard- und dem kreativen Sandkastenmodus Forschung und Freischaltung. Wenn eine Insel für den Sandkastenmodus freigeschaltet wird, werden auch Ihre Forschungsgegenstände freigeschaltet. Das Freischalten von Sandkasteninseln. Erlangen Sie auf einer Insel 4 Sterne oder mehr oder laden Sie einen Speicherstand, der diese Bedingungen erfüllt, um die jeweilige Insel im Sandkastenmodus freizuschalten. Okay. Noch ein Update, ich wäre wahnsinnig. Oh, wie ist das Update schon wieder her? Guck, 1.12, was ist mit 11? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Gefahren für Fahrzeuge, Toiletten? Mehr Funktionen für die Ranger. Was, Toiletten? Ach du Scheiße. Ranger-Team in Gefahr. Die Ranger-Teams können jetzt von Dinosauriern angegriffen werden. Ach so gut. Seien Sie so vorsichtig, wenn Sie durch die Gehege von gefährlichen Dinosauriern fahren und setzen Sie Signalpistolen ein, um sie abzulenken. Beschäftigte Ranger-Teams regenerieren ihre Gesundheit in ihrer Basis. Ach du Scheiße. Toilettenbedürfnis. Die Toilettenabdeckung wirkt sich jetzt auf die Anlagebewertung aus. Platzieren Sie in der Nähe von Gastgebäuden Toiletten, um das Toilettenbedürfnis zu befriedigen. ACU und Ranger-Fähigkeiten. Die Ranger und ACU-Teams können jetzt Signalpistolen abschießen. Erreichen Sie in der Kampagne 3 Sterne auf Isla Sorna, Betäubungspfeile für die Ranger-Teams und Behandlungspfeile sowie Kameras für die ACU-Teams freizuschalten. Wo ist Isla Sorna? Noch was? Ne, okay. Das ist wieder neue kosmetische Gene. Raptoren, irgendwas? Neue Dinosaurier, Pflanzenfresser, Alter. Ich bin auch überlegen, ob ich die ganze Kacke auch mir hole. Aber ich will jetzt erstmal das Hauptspiel mal durchballern. Obwohl Claire's Zuflucht und Mr. Wang, irgendwie so. Komm, schaut weiter. Mr. Wu's, genau. Dr. Wu's Geheimnisdinge, werde ich wahrscheinlich schon holen. Weil das sind ja auch irgendwie zwei extra, weiß ich nicht, so Stories oder so. Und da ist auch was, Jurassic Park gibt's, es gibt tausende Erweiterungen, ich fange jetzt einfach wieder an hier, das wird ich wahnsinnig. Es gibt 5 Milliarden Erweiterungen. Aber Toiletten? Und ich muss jetzt sofort dann schauen, wo Isla Sorna ist. Ist das, entweder ist das die erste Insel, oder die Sandkasteninsel. Aber warum soll ich bei der Sandkasteninsel das freischalten, das ist da alles freigeschaltet. Ich muss mal schauen. Alter Schwede, ich bin mal gespannt, wie das alles aussieht hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Inseln haben wir jetzt noch? Wir sind auf der einen verkackten Insel, die war so ewig klein ist, genau auf der Scheiße. So. Kohlemäßig ist ja nicht so viel da. So, was haben wir jetzt hier? Toiletten, neues Gästebedürfnis und Gebäude. Ja, Gästezufriedenheit. Die Toilettenabdeckung wird sich jetzt auf die Anlagebewertung aus. Platzieren Sie in der Nähe von Gastgebäuden oder das wissen wir. Abdeckung. Wenn Sie den Toiletten zusätzlichen Mitarbeiter zufügen, erhöht sich die Anzahl an Gästen, die diese Gebäude zufriedenstellen können, aber auch ihre Betriebskosten. Aha. Landschaft. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Oho. Hilfe. Okay, das war der Kampf, toll. Uff. Uff, 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 uff. So, hat man Futterstation. Warte, da gibt's ja. Genau, gibt's jetzt auch was Neues, okay. Ja, die fighten gerade, ist mir gerade pupsegal. Nicht im Wasser. Aha. Lebende St also es ist so, alles ist gleich, nur diese Fischfutterstation Scheiße ist halt anders, okay. Okay, Betriebs, hast du dich gesehen? Das ist eh nochmal. Das ist auch nochmal, okay. Und dann hier Gäste oder was? Wo soll jetzt hier das Klo sein? Hey? Die werde ich zu besorgen. Wo kann man hier das Klo? Was ist denn das schon wieder hier? Klippe, lebendig, was lebendig? Wie lebendig? What? Hä, wie? Verstehe ich gerade irgendwas nicht? Oder wird das jetzt irgendwie nach der Zeit höher und höher und höher? Oder warum lebendig? Küstengebiet? Okay. Farb mich nicht. Erhöhen, das ist gleich. So, Gras. Was zum Kuckuck ist das jetzt hier? Fels, Schiffer oder Schlamm? Aha. Ja, Gras ist ja das, okay. Fels? Ach du heilige Scheiße. Okay. Okay. Gut. Aber was ich trotzdem wissen will, wo sind die Klos? Die sind hier ja gar nirgends. Das Sicherheitssystem war das schon immer, ich glaube schon. Das ist auch nichts Neues. Toiletten. Zeigt an, wo Gäste einen Toilettenzugang benötigen. Das ist ja mir schon klar. Toilettenbewertung. Ja, ist mir klar, dass ich keine Toilettenbewertung habe, dass das richtig scheiße ist, weil ich nicht weiß wo. Okay, Transport, ja, das ist auch noch relativ. Gut, ich kann die Toilette jetzt nicht machen, weil ich nicht weiß wo. Also einfach, ich keine Ahnung, wo ich die einstellen soll. Ach, das hier! Toilette! Moderne legale Toiletten bieten Gäste zu. Wie groß ist denn der Scheiß? Aha. Das ist, ach so, das sind so kleine Häuschen. Ich dachte, das ist, weiß ich, Dixi-Klo oder so. Hab ich gedacht, okay. Aha. Aha. Aha, okay. Puh. Ja. Warte mal. Du bei der Deck. So, hier ist meine ganze basismäßiges Gedöns, Dreck, Kack. Hier Ranger. Wo sind denn hier die? Wo habe ich irgendwas schon mal gebaut wegen hier gästemäßig? Restaurants oder sonst irgendein Kack? Da wollte ich anscheinend auch was machen. Geil. Und da habe ich auch was. Das sind ja auch ein paar Typen. Das sind auch zwei. Verstehen Sie dich oder ist er bald wieder tot? Ah. Ich schlage vor, jede freie Minute zu nutzen. Ja, Sie ja. wissen schon, starten Sie Expeditionen, lassen Sie die Wissenschaftler etwas erforschen und machen Sie mir einen Kaffee. Du sei ruhig, ich. Mit Milch und 2 Stück Zucker. Ich mache hier gar nichts. Ich mache hier gar nicht, also ich mache schon was, aber ich mache nicht das, was du von mir willst, du Behinderung. Ich mache jetzt erstmal die Treffsicherheit. Und was mache ich noch? Das Nachleihtempo. Sehr gut. Okay. So, was soll ich jetzt überhaupt machen? Wir waren die Anlagebewertung von 3 Sterne, da kann ich noch lange warten. Einnahmen pro Minute aus Gästeanlagen. Ach du Heilige. Die Mission ist so erreicht, der Gesamtbesucher von mindestens 1000. Okay. Gut, dann ich brauche jetzt erstmal Läden. Ich brauche Läden. Das Problem ist, was ich habe, ist, dass das hier, die Straße, also das Ding hier, so verdammt eng ist, dass man da nichts machen kann. Aber da haben wir schon mal. Okay, perfekt. Da weiß ich schon mal, wo das Klo hinkommt. Gäste. Da kommt das Klo hin. Da kommt das Klo hin, habe ich gesagt. So.
Okay, babam babam. Billiger Weg, normaler, es ist ja, hier, zack. So, okay. Ein Klo haben wir schon mal. Ich muss auf jeden Fall hier irgendwo auch noch interessante Sachen machen, weil da ist ja alles ein Stromwerk und meine Scheiße, die ACU-Kacke, warum? Warte mal, Ranger? Habe ich jetzt noch mal Ranger? Nee, oder? Strom, Forschung? Nee. Sieht noch so viel aus, aber ist es eh nicht. Ranger, ACU. Ja, okay. Weiß, was mir gar nicht gefällt, ist, dass meine Rangers irgendwie auch irgendwie sterben könnten oder so von einem Diener, also, dass sie gar nicht mehr so geschützt sind. Das gefällt mir gar nicht. Weil ich würde die ganz gerne heilen. Ich riskiere einfach mal, ich heile die jetzt. Zustand, ja, das meine ich. Okay. Ranger Team 3, ihr macht jetzt was, und zwar werdet ihr den heilen. Weil der ist anscheinend angeschlagen. Ich weiß es nicht genau wie. Signalpistole. Weiß ich. Aber warte mal. Wäre es ja anders klüger, oder? So. Feuer das Ding ab und dann heil den. Ich glaube, so ist es klüger. Wo sind denn die Dudes? Meine Dudes, meine Dudes, meine. Kann man überhaupt hier rein? Irgendwo ist hier. Tür, Tor ist hier. Geil, kann ich hier irgendwo ein Tor machen? Ja, auch geil. Okay. So, Jungs. Wo seid ihr denn? Hallo. Hängen die schon irgendwo wieder? Irgendwer ist auf dem Weg. Ich sehe zwar keinen. Ah, hier. Ah, okay, sind schon da. So. Klappt das? Wow, klappt gut. Glaube ich. Was bringt mir der Scheiß? Habt ihr schon? Wie schnell ging das jetzt? So, okay. Wait, 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 wait. Nix, 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 nix. Hier. 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 Ach du heilige Scheiße. Hier und hier, so. Also, was jetzt mein ich selber? Keine Sorge, ich mache das selber. Mir könnt ihr gar nichts tun. Ihr könnt ja nichts tun. Ich habe keine Angst vor euch. Wenn ich das selber mache, geht es viel schneller. Bams. Wieder die Gesundheit. Boah. Weißt du was? Die können sich jetzt einfach abmurksen. Das ist mir egal. Bevor ich die wieder 50 mal heile und für nichts eigentlich die heile. So. Wo war der Fotomodus? Gerade in Panik. Yay! Ciao! See you in hell! Okay. Guti! So, das haben wir auch. Okay, also hier wollte ich auf jeden Fall ein Gehege machen. Okay, die Kokidoki, okay. Der Scheiß. Rettet den ganzen, also was heißt rettet, passt auf das ganze Ding auf. Ich hoffe, das klappt jetzt auch mal, wenn hier wirklich mal ein Sturm kommt. Wie sieht es eigentlich aus mit meiner Kohle? Haben wir Gewinn? Ja, wir haben jetzt Gewinn, das ist ja schon mal. Das hat ja schon mal was. Isasorna. Ah, Isasorna komme ich erst. Ja, genau. Navigation. Genau, wo bin ich hier? Jetzt bin ich. Hier bin ich. Hier war ich. Hier bin ich. Isla Penna. Das ist letztendlich, genau. Da will ich noch hin. Okay. Okay. Aber dafür muss ich erstmal mindestens 1000 auf die Reihe kriegen. Und das kriege ich wie auf die Reihe? Genau, indem ich Gästesachen mache. Oder halt Dinos platziere. Warte mal.
Gibt's in Fossilien irgendwas?